Hallihallöchen, meine Lieben. Es kommt jetzt ein Angebot, da freuen sich viele drauf, die in den letzten Monaten schon mal mit auf Partys waren, denn bis jetzt war es noch nie für Gäste erhältlich, sondern nur für die Gastgeberin, die sich das erarbeiten konnte. Und vielleicht fangen wir mit der nochmal gerade an. Kennt ihr die hier? Das ist unsere Peng-Schüssel, die 3 Liter Rührschüssel. Also eines der klassischsten Produkte von Tupperware überhaupt. Ne? Also hat halt so eine schöne Form, wo man also wunderbar drin rühren kann. Also man sieht auch, ich benutze die oft. Das ist tatsächlich eine richtige Gebrauchsschüssel für mich in der Küche. Die muss dann auch nicht die traumhaft schönste sein. Ich will da ja Teige drin anrühren oder was marinieren oder mischen. Das geht auch toll für so Schüttelrezepte. Gibt ein Buch, das heißt Geschüttelt statt gerührt. Und damit kann man in der Peng-Schüssel wunderbar so Schüttelrezepte machen. Und natürlich für den Hefeteig perfekt, weil der Deckel halt luftdicht schließt. Und wenn du deinen Hefeteig dann hier drin gehen lässt, macht es irgendwann so bup, und dann ist es eben fertig. Deswegen ja auch die Peng-Schüssel, ne? Und hat auch diesen tollen Griff. Jedenfalls ist die ein bisschen überarbeitet und verbessert worden. Und vor allen Dingen, ich finde, natürlich auch farblich verschönert worden. Und unsere Rührschüssel 3 Liter wird zukünftig unsere Rührschüssel Pro werden. Und die sieht dann so aus. Also, ihr seht, minimale Veränderungen, so ein bisschen außen auch matt gemacht, damit man ja auch nicht jeden Kratzer dann direkt dran sieht. Der Deckel geht tatsächlich viel leichter auf und zu noch, ist aber immer noch luftdicht und auslaufsicher. Ist jetzt 3,5 Liter statt 3 Liter, aber es fällt kaum auf. Es ist also minimal größer, ein bisschen mehr Spielraum. Aber eben, wie gesagt, ein bisschen größer. Man hat jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ja, eine Skala drin. Das heißt, man kann tatsächlich direkt auch mal hier drin abmessen, wenn das notwendig sein sollte, wenn man jetzt nichts extra hat. Natürlich auch innen. Mal gerade gucken. Ja, das war aber vorher eigentlich auch. Ist es auch ein bisschen so granuliert? Ihr seht, ich habe es auch schon benutzt. Ich wollte sie direkt verwenden. Also, damit man nicht jeden, jeden Rührer direkt drin sieht, aber ich muss auch direkt zu sagen, es ist eine Gebrauchsschüssel, der hier drin rührt. Man sieht da Striemen vom Rühren und das ist eben dann ganz normal. Das ist ja kein Umtausch in dem Sinne. Ne? Nur, dass ihr euch da bewusst drüber seid. Das kann man auch ganz toll mal, um Salat anzurichten, nehmen. Und diese Peng-Schüssel gab es sonst immer nur in 3 Liter und jetzt gibt es sie eben in 3,5 Liter, aber auch noch in 2 Liter und 1 Liter. Ist jetzt so ein richtig schönes Set geworden. Schaut mal. Das finde ich richtig cool, weil man ja auch mal kleinere Mengen anrühren möchte. Wenn man beim Backen zum Beispiel mehrere Schüsseln braucht für Käsemasse und Teig oder was auch immer, ne, dann ist es auch ganz cool, wenn es mehrere davon gibt. Und da ist jetzt der Vorteil, die ist natürlich perfekt ineinander stapelbar. Ja, mit Deckel auch drin jeweils, damit das nicht viel Platz wegnimmt. Aber jetzt kommt der Clou und das gab es vorher nicht. Es gibt einen Spritzschutzdeckel. Ja, das war hier tatsächlich nie irgendwie dabei. Und der passt natürlich genau auf die 3,5 Liter Rührschüssel drauf, sodass man also hier wunderbar drin arbeiten kann. Hier passt auch unser Shake-It rein oder die Küchenperle zum Zitrone auspressen und Zitronenabrieb. Das passt auch genau hier oben drauf. Das kann man also dafür auch noch verwenden. Und man sieht hier toll bei diesem Guss, das sind so Zähne und man kann also direkt Sachen ausgießen, ohne dass aber alles mit rausfluppt, ja? Also es hält das gut zurück, also zum Ausgießen perfekt. Und jetzt wird es noch lustiger. Dieser Deckel hat hier so verschiedene Rillen innen. Der passt eben nicht nur auf die 3,5 Liter Rührschüssel, sondern auch auf die 2 Liter Rutschfest drauf, sodass man auch hier drin was rühren könnte. Und ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht, aber es passt auch auf die 1-Liter-Schüssel drauf, um da spritzerfrei etwas zu rühren. Also auch hier funktioniert das prima. Und den Rührschutzdeckel oder Spritzschutzdeckel, den gibt es einzeln auch für 10,50 €, bevor jetzt die Fragen kommen, weil viele haben ja auch die Rührschüssel von früher. Der passt hier drauf, hat aber Spielraum, ja, also es ist nicht sonderlich zu groß, also es sitzt ja auf diesem Rand hier prima auf, aber den muss man beim Rühren einfach ein bisschen festhalten, der wackelt halt sonst ein wenig hin und her. Die Ausgussfunktion funktioniert aber trotzdem, ja, also man kann für 10,50 € diesen Spritzschutzdeckel perfekt für seine Peng-Schüssel zu Hause ergänzen. Man kann aber auch natürlich sich die neuen Schüsseln gönnen. Ich sage, das ist wie bei einer Jeans, weil ich oft so nach Tauschaktionen und sowas gefragt werde. Das macht man jetzt
bei H&M auch eher selten, dass man mit seiner alten Jeans hinten sagt, die ist aber irgendwie nicht mehr so schön. Kann ich die nicht tauschen gegen eine neue? Nein, kommt in einen Altkleidercontainer und man gönnt sich eine neue. Bei Topaz ist immer so ein bisschen verpönt, aber die Möglichkeiten bestehen. Ihr könnt mir alte Ware zurückgeben, das kommt in den Recycling-Kreislauf und ihr gönnt euch was Neues. Damit einfach, ja, man will ja auch glücklich sein in der Küche und was Frisches manchmal haben, ne? Und so könntet ihr jetzt im Angebotspreis zuschlagen. Die kleine für 10,50 Euro, also wie der Deckel, die mittlere für 16,50 Euro und die große für 22,50 Euro. Oder aber das klügste alle zusammen für 45 Euro mit dem Spritzschutzdeckel. Und dann spart ihr im Set 15 Euro. Und ich finde das echt toll. Und wer die Aloha-Serie hat, die ist kommt hoffentlich auch wieder im Sommerkatalog und die war auch letztes Jahr drin. Die Deckel, die sind die gleichen wie auf der Aloha-Serie. Dementsprechend passt auch der Spritzschutzdeckel auf die mittleren Größen von der Aloha-Serie drauf. Also ich finde das super, mal diese Kompatibilität von Tupperware. Und jetzt also, wie gesagt, unsere Rührschüssel Pro als Einführungsangebot im Set für nur 45 Euro.